Ich hänge mich wahrscheinlich am besten direkt mal an Basti, Leo seinen Diss ran, der mich direkt dem Leo ja vorher GTD-Apps gedisst hat. Möchte ich an der Stelle direkt der GTD-App dissen. Ich glaube, Alex hat mal Omnifocus gepickt vor... Och, Kinders, Jahre ist das hier. Ja, aber ja. Aber das Schöne ist, das ist weiterhin eine gute App. Da kann man wirklich den vollen GTD, die volle GTD-Keule schwingen. Man kann das aber auch so als To-Do-App mit so ein bisschen Organisation außenrum, so mit Projekten und oder so verschiedenen. Wo man To-Dos hat. Weil man kann es auch als 80€ Notizzettel benutzen. Kann man auch. Kann man definitiv auch. So, Einkaufsliste. Ich benutze Milch, das jetzt Eier, als. Eier, Brot. Kann man. Klar. Schaumwaffeln. Schaumwein. Was? Jetzt benutze ich das also. Habt es auf dem Mac, habt es auf dem iPhone. Und jetzt. Kennen wir ja die Omni Group so als Mac und iOS Bude. Und jetzt habe ich da so ein Android-Gerät und denke mir, das ist jetzt ein bisschen doof alles. Weil klar kann ich weiterhin meine Sachen in Omnifocus reinhacken auf dem Mac und dann stehe ich halt da und denke mir dann auf dem iPhone, auf dem Android, was wollte ich jetzt machen? Keine Ahnung, gut, dann lege ich mich halt hin und schlafe. Ist eine Option, aber halt nicht immer, wenn du so richtig produktiv arbeiten willst, nicht immer. Aber das ist doch. Wenn es zu kompliziert ist. Sehr wichtig, sehr wichtig. Nee, überhaupt nicht. Weil wenn es zu kompliziert ist und du brauchst eine To-Do-App, dann hast du schon verloren. Wenn es zu kompliziert ist für die iOS-Reminder oder die Android-eingebauten Reminder, dann ist es zu kompliziert. Nee, hier gibt es halt, unterschiedliche Auffassungen. Ist es halt leider nicht, weil man macht ja mehr Sachen. Weißt du, wenn man so ein paar To-Dos hat und eins zum Beispiel ist Webseite aktualisieren und man vergisst es immer wieder. Dann hat man vielleicht ein anderes. Das steht zum Beispiel in meiner Reminder-App, steht da ein Reminder drin. Hier Website, da steht drin, dass ich hier noch die, ich habe so einen neuen Server geklickt und da steht drin, musst du die Dateien rüber kopieren und das ist fällig gewesen im Juli 17. Und in welchem Kontext hast du das eingetragen? Unter Reminders. Herrlich. Gut. Das bringt mich komplett aus dem Konzept hier alles. So, ich hatte jetzt also keinen Bock, das Ökosystem zu wechseln. Und dann stellt sich raus, es gibt eine App, die heißt Focus GTD. Die hängt sich in den OmniSync-Service rein auf Android und klont mehr oder weniger das OmniFocus, das iOS OmniFocus auf dem Android und synchronisiert halt mit meinem OmniFocus. Und das ist relativ praktisch. Hat die irgendwas mit der Omni Group zu tun? Nee. Hat sich da einfach einer. Ist die offiziell? Nein, 100%. Also ist ein deutscher Entwickler. Es steht auch extra drauf: Focus GTD is not affiliated with Omni Group. Du kannst das Ding natürlich standalone benutzen, nur auf deinem Gerät. Ja. Aber das kann halt gleichzeitig diesen Omni Sync. Also den kannst du ja entweder bei Omni haben oder du kannst den selber hosten, je nachdem, wie du das willst. Stimmt. Und das ist wirklich praktisch, weil ich kann halt jetzt die Sachen, die ich in OmniFocus drin habe und was ich ja weiterhin benutze und für ein sehr gutes To-Do und GTD Tool halte, kann ich halt weiter nutzen auf dem Android-Gerät. Das Ding hat zum Beispiel ein Widget mit drin, das heißt, ich kann mir meine Tasks konfigurierterweise auch auf einem Springboard-Screen anzeigen lassen. Also das ist relativ cool insgesamt, so die ganze Welt. Die App kostet ein paar Euro, ist es aber halt auch wert. Ich meine, im Zweifel ist es auch scheißegal, wenn du die OmniFocus gekauft hast, dann sind die 4 Euro oder was weiß ich, was diese App kostet, sind dann auch schon egal, weil war eh teuer genug. Und von daher, also wenn man sagt, ich benutze eh OmniFocus und habe aber irgendwie noch ein Android in diesem Ökosystem mit drin, dann ist halt Focus GTD tatsächlich ein guter Weg. Das ist ein cleverer Tipp. Ja. Sag mal, musst du denn irgendeinen speziellen Sync benutzen oder welche Sync-Form benutzt du? Omni-Sync. Ach, die Omni-Group? Genau, der fragt dich nach deinem Login für den Omni-Sync. Okay, ja. Und der wird das halt reverse-engineert haben. Die werden ja auch keine Magic machen. Die werden da JSON oder XML rumschieben und dann fertig. Und nehmen wir an, das macht der halt genauso. Und das funktioniert einfach. Also es ist grandios. Aber das ist nicht... Also die Omni-Group sagt jetzt nicht irgendwie, nutzt diesen Service, wenn ihr auf Android seid. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe einfach in den Play Store OmniFocus eingegeben. Dann kam diese App, dann habe ich gesagt, 4 Euro. Oh,
Naja, gut, ich meine. Ja, genau. Oh. Es, das ist ja tatsächlich im Play Store schön. Da habe ich gesagt, okay, probier's da mal aus. Im Zweifel gebe ich es halt zurück. Stimmt, stimmt, ja. Und habe ich runtergeladen. Dann sagt das Ding, hier, möchtest du synchronisieren? Dann habe ich gesagt, ja. Dann sagt er, hier, gib mal deine Omnisync-Credentials ein. Gibst du Omnisync-Credentials ein? Dann machst du flupp und dann sind die ganzen Projekte und Tasks da und so. Okay. Gebe ich nicht zurück. Macht Sinn. Und wenn du dann klickst und was abhakst, dann synchronisiert genau, es wieder zurück. Genau, dann passiert, verschwindet das halt auch das, bei mir das, am Das, was am du Mac. Willst, ja. Ja, also. Ich hab mir jetzt letztens diese Android-App runtergeladen, die hieß Cloud. Und dann habe ich die geöffnet und da hat gesagt, gib mal deine iCloud-Zugangsdaten an, habe ich die eingegeben. Und dann waren alle meine iCloud-Daten plötzlich. Nein. Also da muss man natürlich noch mal kurz überlegen, wo man welche Daten eingibt. Ich empfand für mich die Login-Daten des Omni-Syncs dort für okay, weil wenn der halt jetzt weiß, wann ich wo was die Schraube festdrehen muss oder was weiß ich was machen muss, wäre das für mich okay. Meine iCloud-Daten würde ich tatsächlich ausschließlich bei Apple eingeben und sonst nirgendwo. Also das, aber gut, dass du es nochmal sagst. Ich denke, das sollte man sich so im Hinterkopf behalten. Was man wo eingibt, da muss man kurz meistens nochmal kurz drüber nachdenken. Gut. Ich würde ja sagen, normaler Reminder reicht völlig aus. Nein. Weil das, ich weiß ja auch, dass es da drin steht. Ich muss es nicht aufschreiben wollen müssen. Doch, also, weil wenn ich es aufschreiben muss, dann ist es schon, zu viel. Ich sag dieses, ja, aber man, das man Gefühl, hat, was aus dem Kopf zu kriegen, ja, hat was. Also ganz im Ernst, man muss, ist es schon zu viel, das ist extrem lustig. Ja, die beste Herangehensweise an Getting Things Done. Du solltest auf so eine Getting Things Done-Konferenz gehen. Als Speaker. Ja. Also, so gut. Also wenn ihr was aufschreiben müsst, ist es schon zu viel. Und dann von der Bühne gehen. Das ist schon zu viel. So, dann ganz entspannt zurücklehnen. Das ist ja wirklich gut. Ja, aber versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr euch zu viel vornehmt, dann habt ihr so einen Riesenberg von Arbeit vor ja, aber euch. Das heißt, ja, aber das heißt Arbeit und das ist aber halt die Realität. Das ist extrem richtig. Kann man nicht euch viel, also so viele Weisheitssätze gerade gefallen. Wenn ihr euch viel vornehmt, habt ihr den ganzen Berg Arbeit vor euch. Das muss ich mal kurz aufschreiben. Sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ihr euch so wenig vornehmt, dass ihr das sowieso im Kopf behalten könnt, dann enttäuscht ihr euch auch selber nicht, wenn ihr das eh nicht schafft, was ihr euch zu viel vorgenommen habt. Natürlich enttäuscht ihr euch, weil du es ja trotzdem nicht schaffst. Darf ich nochmal kurz darauf erinnern? Ja, fällig 17, ich weiß, ja. Ja. Aber wir haben auch gelernt, durch Jahreszahlen und ich, das verträgt sich ganz schön. Ja. Auf der Konferenz hat mich jemand gefragt, hier der Podcast, worum geht's denn so? Habe ich gesagt, hier so viel Apple-Zeug, so Smartphones, Computersachen, Internetsachen, Elektromobilität und Zahnbürsten.